der Schreck vom Ruhrgebiet! Nur SGB! Neue Aufnahmesession unter dem Motto rauf oder drin bleiben. Das ist hier die Frage im Grunde genommen. Wir klären in dieser Aufnahmesession jetzt dann das Thema Aufstieg oder bleiben wir in der Klasse. Wir müssen heute im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach Zweite antreten im Duell Erster gegen den Zweiten. Wäre natürlich für uns wichtig, dieses Spiel zumindest nicht zu verlieren und die Gladbacher, sage ich mal, auf Abstand zu halten. Aber gut, gucken wir mal, ob uns das am Ende gelingen wird. Jetzt die erste Möglichkeit für Gladbach. Fabian Nürnberger nutzt einen Stockfehler von Asmund und steht frei vor Tjaak Ernst. Er will zurücklegen auf den wartenden Steffen Meuer. Aber Nico Lukas rettet im letzten Moment zur Ecke. Jetzt Javandro Borges Sanchez mit einer Ivandro Borges Sanchez. So, Viertelstunde jetzt gespielt. Peter schiebt den Ball auf die eine und trifft. Für die SG Wattenscheid 0-9. Doch sofort bildet sich ein riesiges Spielfarbe und Daniel Holler hat kein MV-Spiel. Nadja wurde angeblich umgestoßen. Schiedsrichter Holler hat davon aber nichts gesehen. Was macht er jetzt? Yes! Pepic erzielt auf kurzer Distanz ein Tor für die SG Wattenscheid 9. Nach dem Fahrreklamiert wird er vom Schiedsrichter Daniel Holler befragt. Streitet aber alles ab. Der Treffer gilt 1-0 für unsere Mannen. Schon jetzt enorm wichtig. Aber Gladbach Zweite noch lange, lange, lange nicht geschlagen. Aber zumindest schon mal ein ordentlicher Beginn. Pepic mit einer scharfen Reingabe von der rechten Seite, aber Sippel kommt heraus, Faustball konsequent mit beiden Fäusten aus der Gefahrzone. Ja, Nürnberger, Sippel sind schon zwei, die potenziell, sage ich mal, für die Stammelf haben, beziehungsweise die im Normalfall wahrscheinlich in der ersten Mannschaft spielen werden würden. Aber so ist es immer nicht, sondern spielen in der zweiten und wir machen es aber bis dato eigentlich gar nicht schlecht. Die Möglichkeit jetzt über Tunga und Philipp Müller. Der Stürmer verzieht aber und Rot wäre jetzt hier die richtige Entscheidung gewesen gegen Nico Lukas, lesen wir hier. Das ist natürlich nicht so schön, wenn wir das hier lesen. Müssen wir ihn dann zur Halbzeit runternehmen. Hier keine gelb-rote Karte dann riskieren. Aber Gladbach hat nach dem Gegentreffer hier so seine Probleme, überhaupt ins Spiel so richtig reinzukommen. Wir machen das aber auch nicht allzu schlecht in der Defensive. Die Boboy könnten ein bisschen besser dastehen. Aber ansonsten sieht das in der Defensive ganz ordentlich aus. Wir könnten einen riesen Schritt Richtung dritte Liga machen, wenn wir hier diese Partie für uns entscheiden. Aber das müssen wir erstmal noch ein bisschen abwarten. So, Özer kommt jetzt neu in die Partie. Wechseln werden wir sonst weiter nicht. Wir wollen das mit Konzentration jetzt hier angehen. So, eine verunglückte Kopfballabwehr landet bei Bascher, der mit einem Schuss aus 15 Metern versucht. Er trifft aber nur Klaustrophobie. Na, klasse. Kann man ja auch mal machen, ne? Aufschießen, aber den eigenen Spieler abknallen. Mit Glück gelangt der Ball im Laufweg von Pepic, der den Ball über 30 Meter nach vorne trägt und dann auf Sammelbascher passt. Dieser schießt sofort, aber der Kopf von Nürnberger ist im Weg und dieser fällt den Ball zur Ecke ab. 10 Minuten im zweiten Durchgang mittlerweile auch schon gespielt. Wir haben weiterhin Probleme. Gladbacher. Müller schlägt eine scharfe Flanke in den Schaf von Walde, rutscht den Ball beim Klärungsversuch vorbei, über den Spann und bezwingt damit seinen eigenen Torwart. 2-0 für uns. Es sieht wirklich alles bis dato jetzt sehr gut aus. Bleibt es aber dabei. So, wir werden jetzt einmal doch einen Wechsel vornehmen. Oder wir machen doch zwei. Ne, wir haben gar keinen Verteidiger auf der Bank, also können wir den auch nicht auswechseln. Aber Antlitz, der hat schon bewiesen, dass er es kann. Muss er das auch nur noch mal zeigen. So, Toni Reitz jetzt von Oskar Fraulo bei den Gladbachern.
Sanchez zirkelt einen Eckball von der rechten Seite mit viel Effekt im 5-Meter-Rahmen. Dort setzt sich was Story Jekins im Duell mit Tunga durch, aber der kann den Ball nicht richtig drücken. Klar drüber, Ernst hebt die Hand. Nochmal zweifacher Wechsel jetzt bei den Gladbachern. Ich würde eigentlich Pepic gern runternehmen, aber nachher reißt das dadurch ein mit der Leistung. Lassen wir dann doch lieber ein bisschen. Also passen wir lieber auf. Langer Ball auf rechts von Steve Tunga. Jeschlauer bekommt das. Leder und Kontrolle legt sich den Ball dann etwas zu weit vor. Sinan Hinzmann ist eigentlich eher in der Lage, will den Ball locker ausrollen lassen. Doch Jeschlauer setzt nach, kommt im Ballbesitz, zieht sofort nach innen, während Hinzmann überrascht. Oh, Mann. Er stolpert, Krüger Pass in die Mitte, Antlitz zum 3-0. Da zieht es mir doch vor lauter Jubel fast die Kopfhörer hier ab. Oder aus. Aus, ne? In der richtige Satz. So, seit 300 Minuten haben wir kein Gegentor mehr kassiert. Und wir werden das Topspiel wohl ja doch eindeutig für uns entscheiden. Und seien wir ehrlich, die Gladbacher haben zu keiner Zeit hier eigentlich so eine richtige Chance gehabt. Am Anfang haben sie noch gut an, also haben sie noch gut begonnen. Aber die haben es nicht gepackt. Flanke von Jeschlauer wird abgefälscht und damit zu einer echten Herausforderung für Sippel. Dieser Meister hat er aber gut. Sehr gut. Wir wollen ja nicht das sehr unterschlagen. Ne? Alter. Die Abwehr von Gladbach, zweite, köpft eine Flanke von rechts zu kurz und ist in die Mitte weg, wo Tunga an den Ball kommt und schießt. Niklas Antlitz kann den schwachen Schuss aufnehmen und unbedingt ins Tor schieben. 4-0. Also Leute, ich habe ja mit eigentlich allem gerechnet, aber nicht mit so einem klaren, deutlichen Ergebnis. Das gegen den Tabellenzweiten. Sehr geil. Riesenschritt Richtung dritte Liga, den wir dort machen. Und wie groß dieser Schritt gleich sein wird, werden wir natürlich gleich in der Tabelle sehen. Aber erstmal gucken wir hier mal. Also Ötscher und Antlitz nach Einwechslung. Sehr gut, Antlitz, Doppelpack. So habe ich mir das erhofft. Also der kannst du eigentlich doch. Muss er nur mal ein bisschen öfter zeigen. Ernst, also nur gute Leistung. Gdaric, gute Leistung. Boboi hat sich ein bisschen dann noch verbessert. Gizos auch gute Leistung. Lukas, ja, da haben wir ein bisschen Schwein gehabt, dass es da nicht rot gegeben hat. Dann wäre das gleich ganz anders gekommen alles. Tunga 2,5 ordentlich. Pepic, gute Leistung. Trophobie, ordentliche Leistung. Müller, gute Leistung. Basta. Ein bisschen mit Lukas, der einzige, wo ich sagen, ein klein Ticken wäre noch drauf und dann passt es. So, Statistiken: 3 Schüsse aufs Tor, wir haben 4 Tore gemacht. Also, bessere Ausbeute kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. Sachen Ballbesitz war mir tatsächlich sogar deutlich besser als die Gladbacher. Erfolgreiche Pässe waren die Gladbacher etwas vorne. Aber guckt euch ja mal an, wie die auch abgefallen sind. Ne? Also die haben gute erste Elf, die Gladbacher, also die zweite. Und die zweite Elf sackt aber ganz schön ab. Wenn du über 100 Punkte verlierst, ist das schon krass. Wir haben sogar noch dazu gewonnen. Ja, also wirklich unsere Bank, wie das der ein oder andere schon in die Kommentare mal geschrieben hat, würdet ihr recht behalten. Ja, und auch nochmal vielen Dank, dass ihr ja, dran geblieben seid. Jetzt, wie gesagt, die erste Aufnahme nach dem Kranksein quasi. So, die Ergebnisse. Wattenscheid schlägt Gladbach zweite 4-0. Oberhausen unterliegt Düsseldorf zweite 1-2. Wuppertal schlägt Rot-Weiß 1-2-1. Schalke zweite gewinnt gegen Aachen 2-0. Kamerimont unterliegt Preußen Münster 0-3. Bövinghausen Hennef trennen sich 3-3. Wiedenbrück Fortuna Köln 2-1. Bellwert gegen Steinbach-Heiger 2-2. Und Rot-Weiß Koblenz steckt Düren mit 7-3. Also da 10 Tore. Kann man mal machen. Wir sind auf Rang 1, haben jetzt 7 Punkte
Vorsprung. Das heißt, im nächsten Spiel, im nächsten Part, könnten wir auswärts den Aufstieg perfekt machen. In Liga 3 wäre natürlich geil. Das wäre, also ab der ersten Saison, wo wir dann doch wirklich ziemlich am Wackeln waren, haben wir anscheinend wirklich die richtigen personalen Konsequenzen gezogen. Und nun sind wir also kurz vor Liga 3. Manchmal frage ich mich, wieso ich überhaupt noch auf der Trainerbank sitze und mir nicht eine Woche Urlaub gönne. Aktuell klappt bei meinen Jungs sowieso alles. Sie brauchen mich vermutlich gar nicht. Das ist meine Meinung. Wir haben es nicht geschafft, ins Spiel zu kommen und insgesamt viel zu harmlos agiert. Zu keiner Phase hatten wir die nötige Aggressivität. Deshalb haben wir auch dieses Spiel verdient verloren. Ja, sagt Oliver Bierhoff, aber ist ja eigentlich gar nicht Trainer der zweiten Mannschaft. Also gucken wir da mal weg. Antlitz in der Mannschaft der Woche, genauso wie Ötscher zum vierten Mal dabei und Asnu zum zweiten Mal dabei. Also drei unserer Jungs sind dabei. Spieler des Tages ist Antlitz geworden. Sehr schön. Das sieht alles ordentlich aus. Was wollen wir denn mehr? In der Fairness-Tabelle sind wir auf Rang 2. Also wir haben sogar wenig Fouls im Grunde genommen gebraucht. Läuft doch. Es läuft. Aber jetzt müssen wir mal gucken, ob wir wirklich den Aufstieg gegen Düren schaffen, so ein Spielerberater. Jakob Busk. Das ist der Spieler. Ah ja. Also nochmal ein Jakob Busk. Ja, würden wir theoretisch mal zahlen. Was haben wir hier noch alles? Lange Leistenprobleme. Klausel Aufstiegsprämie. Auflaufprämie. Status durch Verletzung, Konradson angeschlagen, Trainingsziele von Renke erreicht, Antlitz wieder fit, Trainingsziele erreicht von Bildaric, Konradson angeschlagen, Scouting abgeschlossen und Gladbach 2. Nürnberg hatte Interesse. Spieler, Hinweis, Assistenten. Waschstein ins offensive Mittelfeld stecken. Ja, nee. Das lassen wir lieber. So, Jugendmannschaft, das ist alles hier Jugendmannschaft. Mannschaft der Woche, da hatten wir schon gesehen. Felix Lange fällt noch aus. Ja, sollte aber im nächsten Spiel wieder dabei sein. Ja, die Namen wiederholen sich hier irgendwie alle so ein bisschen, ne? Aber gut, dadurch, dass ihr euch Jugendspieler wünschen könnt, können wir dem vielleicht so ein bisschen aus dem Wege gehen. Ja, und damit müssen wir uns jetzt als nächstes auseinandersetzen. Wir müssen Spielerverträge anbieten. Weiß nicht, ob wir das jetzt gleich direkt machen schon mal. Nicht, dass uns am Ende die Zeit im Grunde genommen fehlt. Wir die Spieler nicht unter Vertrag nehmen können. Wäre natürlich ziemlich ärgerlich. So, Ole Mamo. Schon gut dabei. Aber das wird momentan noch nicht reichen für die erste Mannschaft. Aber natürlich, das Ziel ist natürlich auch ihn irgendwann in die erste Mannschaft zu integrieren. Zu bekommen. Aber er muss trotzdem da noch ein bisschen auch an sich arbeiten. So, Daniel Heiserer, den könnten wir theoretisch auch noch vergeben. Und Dimitris Tsiligiris. Oh Gott. So, das wären so die Spieler, die ich unter Vertrag nehmen würde. Den hatten wir. Ja, da frage ich mich die ganze Zeit. Für die zweite Mannschaft mag das vielleicht noch reichen. Aber ich würde schon gerne natürlich auch so eine Mannschaft aufbauen, die auch wirklich alle nutzen kann. Oh, oh. Oh, feier. So, das machen wir jetzt hier noch schnell.
Aber wenn wir schon dabei sind, ihr könnt natürlich den Kanal gerne kostenlos abonnieren, damit ihr zukünftig nichts mehr verpasst. Das ist ja immer ganz wichtig. Dann einfach Glocke noch aktivieren und wie gesagt, dann nichts mehr verpassen. Was mit Darmstadt? Mit Darmstadt wollte ich schon sagen, mit Darmstadt. Nein, also eine Karriere mit Darmstadt haben wir natürlich noch nicht. An der Stelle mit Wattenscheid oder mit Braunschweig oder Schalke. Also wir haben schon so Talente hier in unserem Kader, allerdings der Stärke ist das noch nicht so doll. Ich hoffe, dass es ein bisschen hochgeht, so erschaffen. War das nicht auch die Torhymne von Bayern? Sind auf jeden Fall Meister jetzt geworden. Hoffenheim. Naja, warum nicht? So, gegen wen spielen wir denn eigentlich? Wir spielen jetzt gegen Düren. Gladbach spielt gegen Düsseldorf. Dann spielt Gladbach gegen Oberhausen. Die musst du auch erstmal bezwingen. Gegen Steinbach-Haiger. Am letzten Spieltag spielen die gegen Fortuna Köln. Ach ne, wir spielen gegen Fortuna Köln und die gegen Düren. Ja, das Spiel gegen Düren würde ich... Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ja, es macht jetzt mehr Sinn, in die letzten Spiele Bredaric als Nummer 2, sage ich mal, zu nehmen für die Innenverteidigung, weil Lange wird uns nach der Saison leider verlassen. Wieder zurück nach Wolfsburg, ist er, denn wir kriegen die Leihe nochmal verlängert. Da könnt ihr nochmal leihen. Müsste man theoretisch dann nochmal gucken. Aber gut, im nächsten Part sehen wir uns wieder gegen Düren. Vielen Dank fürs Zusehen. Könnt natürlich gerne ein Like und einen Kommentar da lassen. Würde mich wahnsinnig drüber freuen, von euch zu lesen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part gegen Düren wieder. Vielen Dank. Macht's gut, haut rein und ciao.